meine Damen, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Die Gemeinde Epphausen aus dem nördlichen Schwarzwald. 5000 Einwohner, 4 Ortsteile, Bäcker, Metzger, Einkaufsmarkt. Mehr Generationenspielplatz, man sieht, im Schwarzwald wachsen die Tannen. Und EK-Bürgerautos und EK-Sharing, Klimapartnerschaft, Nachhaltigkeitsauszeichnung und natürlich im Breitband mit vorne dabei. Nähe des Großraums Stuttgart und doch ländlicher Raum, umgeben von Wald, stressfreie Zone und jetzt gründerfreundliche Kommune. Eine Herzensangelegenheit, Best Place in Area. Können Sie sich vorstellen, in einem solchen Büro zu arbeiten, nach einer langen Anfahrt im Stau oder einer überfüllten S-Bahn und dann noch kreativ zu sein? Wie soll, nehmen wir Sie mal Julia, als Teammitglied einem Start-up aus Stuttgart in einer solchen Umgebung einer Zukunftsstrategie arbeiten und Produkte entwickeln? Doch Julia hatte Lösungen. Heute geht es nämlich los Richtung Epphausen. 4 Wochen zurückziehen in kreative Umgebung und konzeptionell arbeiten. Sie kommt abends in Epphausen an und wird herzlich empfangen. Bürgermeister Schuler zeigt ihr die neu ausgebaute Wohnung, in der Julia und ihre Kollegen in den nächsten Wochen zu Hause sein werden. Die helle, modern eingerichtete Wohnung bietet genügend Rückzugsmöglichkeiten für jeden im Team und ist möbliert mit allem, was man so im Alltag braucht. Und am nächsten Morgen machen sich Julia und Co. direkt auf den Weg in den Coworking Space in Epphausen. Hier treffen sie auf Freelancer und Kleinunternehmer, die jeder für sich auch braucht, zeitweise gemeinsam arbeiten. Julia hat schon erste interessante Gespräche geführt und mit ihren Teamkollegen kann sie dann direkt anfangen zu arbeiten, denn alles, was sie braucht, ist vor Ort. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Coworking Space erzählen Julia und ihr Team von ihrer Arbeit und wegen damit reges Interesse. Sie wollen auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder einmal vorbeikommen. Aber jetzt geht es erst einmal in den Wald. Darauf hatten sich die Gründer nicht besonders gefreut. Vom Denkwald in Epphausen haben sie schon Freunden gehört. Der Denkwald liegt am Mühlbachweiher, einem Kulturdenkmal der Gemeinde. Hier wurde ein anregendes Open-Air-Büro geschaffen, mit Arbeitsplätzen und Whiteboard und so weiter. Mitten in der Natur, weit weg vom Straßenlärm und stickiger Büroluft und klingelnden Handys. Aber dennoch mit modernster Technik und mit unserem Glasfaseranschluss. Hier wird der Kopf frei, hier wachsen die Ideen mit und auf den Bäumen. Und wenn es dann einmal nicht weitergehen sollte, ein paar Runden auf unserem Innoway mitten im Wald, unserem Denktrimpfad, löst Spannungen und gibt Energie frei. Und viel zu schnell gingen die 4 Wochen vorbei. Das Konzept steht, der Kopf ist dennoch frei und zum Abschlussfest trifft man sich mit den anderen Coworkern im Denkwald. Die Zukunftspläne stehen, man tauscht sich aus. Es wird über das Projekt diskutiert und gemeinsam gegrillt. Es wird zwanglos gesprochen, jeder steuert noch eine Idee bei. Je länger es geht, umso kreativer die Vorschläge. Julia und ihr Team sind sehr zufrieden mit dem, was sie in dieser Zeit in Epphausen erreicht haben. Frischer Wind im Start-up. Umfeld und Atmosphäre waren super, die Bedingungen auch. Epphausen war ein Workout wert. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und wenn unser Start-up größer ist, buchen wir mal ein Ticket für ein ganzes Jahr für alle. Ja, wir in Epphausen laden Sie herzlich ein, bei uns Platz zu nehmen. Auf unserer Bank, in unserer Gegend, in unserer Gemeinde. Natürlich haben wir nicht nur eine Idee. Wir sind auch schon in anderen Bereichen unterwegs. Ob es der Werbezuschuss ist für Neugründer oder die Wirtschaftsförderin als Lotse durch das Digit der Bürokratie. Wir haben eine Marktplatz-App, wo jeder Gewerbetreibende sich äußern kann, Angebote hineinstellen kann, die Neuigkeiten hineinstellen kann. Wir haben in unserer kleinen Gemeinde kurze Wege zum Grundstück oder wir haben auch günstige gewerbliche Mieträume zum Einstiegspreis. Und somit haben wir auch ein Angebot für Sie. Vielen Dank.